scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Und jetzt habe ich einen lieben Kollegen aus der Perspektive, weil wir beide Informatiker sind, aber der ist heute genauso wie ich aus dem Thema rausgesprungen. Zufällig ist Trainer, Berater mit Herz und Verstand. Und er hat in seine 12-jährige Erfahrung als Informatiker hat er viele schwierige und herausfordernde Projektsituationen kennengelernt. Diese Alltagsherausforderung und sich selbst besser zu meistern war immer seine Aufgabe und er war immer auf der Suche nach unterschiedlichen Methoden, das zu machen. Und das finde ich gut, weil das hat uns auch zusammengebracht und er ist ja auch ein großer Helfer, wenn es dabei geht, jetzt in unserem Verband für Depression und Burnout damit zu machen. Sein Thema heute ist Wu Wei und das Serendipitätsprinzip. Das Glück, sagt er, kommt und geht. Ich war der Auffassung, dass es kommen sollte. Wie der Regen, das stimmt. Und manchmal unerwartet strahlt auch ein Regenbogen. Ein glücklicher Zufall oder ein zufälliges Glück. Die Frage ist, was empfindest du? Also er lädt uns ein zu einer Entdeckungsreise zu unserem Glück, zu deinem Glück, nach innen und außen. Deine 7 Minuten, Victor. Vielen Dank, lieber Ovi. Einen schönen Abend an alle, die da sind, zufällig oder nicht zufällig da sind. Und ja, wir kennen uns überhaupt nicht zufällig. Ich bin fest dran, glaube fest dran und bin fest überzeugt, dass wir uns nicht zufällig getroffen haben, aber so wie der Zufall es wollte, dass wir uns in diesem Leben kennengelernt haben. Und schön und wunderbar, was aus dieser Begegnung entstanden ist. Es war tatsächlich eine Zeit, wo ich in dieser Situation war, meinen Job zu wechseln. Und ich habe nur gesehen, es gibt ein ABC-Café in München, das war eine Xing-Anzeige. Über Events wurde das angezeigt. Und das hieß ein anderes Burnout-Café. Und war sehr spannend, weil es war eine sehr herausfordernde Situation. Ich habe nur bemerkt, aha, es geht mir nicht so gut. Es war genau wie immer wieder im Leben Situationen sind, die einem herausfordernd und challengen, wie man auf so Neudeutsch nennt. Und zwar, dann habe ich verstanden, dass ich vor einiger Jahren in einer ähnlichen Situation war, also nicht sehr tief, aber es war kurz davor, dass ich in dieser Depression war, dass ich sehr viel gearbeitet hatte, sehr bemüht war, mit einem wahnsinnigen Leistungsdruck oder Hochdruck an mir gearbeitet oder im Außen. Und es war der Moment, wo alles auseinanderbrach. Zufällig. Wir wissen das nicht. Aber es war der Moment, wo ich entschieden hatte, das anzuschauen und eine Ausbildung zu machen, und zwar die Kraniosakralausbildung, und zwar auf Zypern, wie man bei mir auf dem Hintergrund auch sehen kann, an diesem schönen Ort. Es ist der Venusfels, da wo die Venus aus dem Schaum des Meeres rausgekommen ist, direkt am Meer, in einem wunderbaren Ort. Und es hieß erstmal anschauen, wahrnehmen, spüren, einatmen, ausatmen, wahrnehmen, was man selber spürt. Es war Zufall oder kein Zufall? Nach einigen Jahren, wo ich sehr, sehr bemüht war und sehr hart gearbeitet hatte an mir selbst, dass ich so meine Checkliste abhacke. mein Ergebnis, mein Result war, dass ich sehr überfordert war, sehr ausgelastet war, sehr, sehr so in einem Arbeitsmodus, wo alles perfekt sein musste. Und das Leben ist nicht immer perfekt. Das Leben ist, was es ist.
Und das ist genau dieser Moment, wo wir sagen, es gibt Höhen und Tiefen, und diese Wellen zu spüren und wahrzunehmen und wissen, jetzt kommt eine Welle hoch oder jetzt ist ein Tief, dann lasse ich mich tragen. Das ist Übungssache. Zufällig? Ich weiß es auch nicht, aber das ist so. In dem Moment, in dem wir uns öffnen und wahrnehmen und achtsam, wie Irmela gesagt hat, das, was da ist, wahrzunehmen, wie es mir geht im Innen, im Außen, was sich um mich herum tut. Das sind die Momente, die nicht unbedingt zufällig sind, aber sehr bewusst sind. Und ich hatte mich erinnert, was ich mit dem. Und das ist ein Moment des Wu-Weis, des Annehmens und Loslassens. Das kommt aus dem Daoismus, aus der chinesischen Philosophie, wo es heißt, du musst wirklich dein Bestes geben. Wirklich dein Bestes geben. Hart arbeiten, durcharbeiten, dich durchkämpfen, was auch immer. Und es gibt den Moment, wo der günstige Rückenwind, der kosmische Rückenwind bläst. Und bis dahin, klar, du musst deinen Acker durcharbeiten, du musst pflanzen in der Zeit, du musst noch vor dem Regen schauen, dass du die Pflänzchen reingepflanzt hast. Aber alles, was dann kommt, ist nicht mehr deine Verantwortung. Hängt nicht mehr von dir ab. Und das ist sehr wichtig, und das war ein wichtiges Erkenntnis von mir und ein Aha-Erlebnis, als ich in dieser Situation war, wo ich bemerkt hatte, ich habe mein Bestes gegeben und ich muss es loslassen. So wie ein Projekt, es wächst, es wächst, es wächst. Du machst alles Beste, du gibst dein Bestes, und was dann passiert, das ist das Magische, wo das Universum sagt, ja, ich stehe hinter dir, oder nein, das muss alles weg, weil dann darf was Neues entstehen. Und dieses Vertrauen hatte ich entdeckt, als ich in einer ähnlichen Situation war, Ende meines Studiums. Alle hatten, meine Kollegen, meine Kommilitonen hatten ein Programm gehabt, geplant, was an welchem Tag ist, passieren sollte. Ich hatte auch meinen Plan aufgestellt, aber ich habe immer so gekämpft, nachzukommen. Und das war sehr schwierig. Ich hab gar nicht mein Tagespensum geschafft am Lernen, was ich mir geplant hatte. Ich habe gesagt, so, ich mache eine Pause. Und ich bin an der Uni, an einem Antiquariat vorbeigekommen. Und zufällig sah ich ein Buch, Wu Wei. Die Kunst des Loslassens. Und ich habe mir dieses Buch für 1 € gekauft. Es hat 1 € gekostet. Ich habe das Buch, hat mich sehr angesprochen. Ich weiß nicht warum. Ich habe es gekauft, mitgenommen. Ich habe es in einem Tag, am selben Tag noch durchgelesen. Und das war genau, du tust dein Bestes, aber du musst vertrauen und die Situation annehmen. Das heißt, du hast jetzt Stress, du kämpfst. Nimm es an. Vertrau, es kommt dann auch die Entspannung. Es ist jetzt entspannt, genieße es, weil du weißt, es kommt dann auch vielleicht eine stressige Zeit danach. Also nimm das, was da ist, freue dich dessen und schau, was entsteht. Und das ist das Serendipitätsprinzip, auch sehr schwierig. Und zwar Serendipity, einfach losmarschieren. Zum Beispiel einen Tag durch die Stadt, eine Stunde, und schauen, was du Neues entdecken kannst. Und das ist das Schöne, was dir zufällig zufällt. Es geht nicht um die Gedanken, die Vorstellung, sondern das Erleben. Und dieses Buch zu entdecken und zu finden, war für mich der Schlüsselmoment, als ich meine schwierige Situation damals von den Unbekannten wahrnehmen konnte und gesagt habe, so, am nächsten Tag gehst du einen Schritt und das nimmst du an. Noch ein Schritt
Und mein Tagespensum war geschafft, aber mit viel Freude, mit viel Gelassenheit und viel Vertrauen in dem, was sich zeigt und was ich machen kann. Das wünsche ich dir und euch und uns allen viel Freude am Entdecken, was das Leben an größeren Plänen mit uns hat, die uns vielleicht sogar zufällig zufallen. Vielen Dank, Viktor Zenter, Kraftquelle der Stille.